Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Fox. Ja, One World, One Me, Fox Only, Final Destination. Nee, Spaß, lass mal die Memes mal beiseite und kommen zum Wesentlichen. In diesem Tutorial werde ich euch die Grundlagen des Charakters, die kommen muss und die Moves natürlich erklären und am Ende natürlich auf sein Neutral Game zu sprechen kommen. Fox wurde am Anfang ein bisschen getrashtalkt, sag ich jetzt mal. Er sei nicht mehr so gut. Aber das stimmt alles gar nicht. Meiner Meinung nach ist er immer noch der beste Star Fox Charakter. Wolf macht ihm Konkurrenz, though. Aber ich finde, er hat immer noch so richtig viele gute Tools. Gut, kommen wir erstmal zu dem Wesentlichen, zum Movement. Run Speed, immer amazing, wie man es von Fox kennt. Super krass, überragend. Das brauchen wir auch für die Up Smash. Up Smash ist super wichtig in Fox sein Gameplay, um halt Sachen abzufangen. Und einige Moves führen eben halt in den Up Smash und es connectet eben halt nur wegen seinen krassen Run Speed. Und ja, deswegen ist es super wichtig für Fox. Auch die Dash Tag. Das kombiniert mit seinem Run Speed natürlich weltbewegend. Richtig klasse. Sein Dash Dance ist auch super gut. Kurzer, schneller Dash. Zu meinen liebsten Dashes. Weil dadurch kann man eben halt sich sehr gut positionieren und eben halt auch den Gegner sehr gut verwirren. Kommen wir nun zum Air-Movement. Das ist relativ Standard. Was nicht so Standard ist, ist der Fastfall. Ich Fastfall nicht und er fällt schon so schnell wieder zum Boden. Fastfall ich hingegen. So sieht man fast gar nicht, dass Fox überhaupt springt, weil er dann schon wieder gleichzeitig den Boden erreicht. Was ziemlich insane ist. Mit Fastfall kombiniert ist Fox kaum in Luft. Er hat einen der krassesten Fastfalls im Spiel. Und das ist halt super auffällig bei Fox. Gut, kommen wir jetzt erstmal zur Dash Attack. Die Dash Attack ist einer der wichtigsten und besten Moves von Fox. Gut zum Punishen von Landings und generell auch zum Approachen. Weil er kann damit sehr gut cross-uppen. Wenn man cross-up, kommt das in Up-Tilts. Die chainen sehr lange miteinander. Und wenn sie nicht mehr chainen, kann man ab erst rausbekommen. Die Dash Attack ist unsafe, wenn man es von Weitem macht und quasi nicht cross-upt. Weil ich jabbe so schnell wie ich kann und jetzt erst kommt der Jab. Dann ist sie unsafe, aber wenn man es direkt vom Gegner macht, ist sie super safe, Mann. Und Kombo dann eben halt auch in die Up-Tilts. Na, Up-Tilts quasi den Gegner nach hinten schleudert, dann kann man sie auch einfach umdrehen und kann den Gegner halt länger hochhalten, wie ihr hier seht. Und das kommt wunderbar miteinander. Also, folglich Dash-Attack zu approachen. Aber nur eben halt, wenn man sie cross-upt. Sprich, hinter den Gegner landet. Und zum Landing-Punish. Ansonsten ist der Check schlecht, wenn man die falsch einsetzt. Wenn man die richtig einsetzt, ist es einer der besten Moves von Fox. Das kann ich schon mal vorab sagen. Und bei höheren Prozenten kommen die halt auch in Up-Airs. Wie man hier sehen kann, also sehr viele Kombo-Möglichkeiten sind hier auch mitgegeben. Können auch versuchen, eine Back-Air zu bekommen oder ein Fair. Und die Fair führt dann wieder zu einer Up-Air. Ja. Also Dash Attack kommt bei höheren Prozent in den Aerials, bei Low Prozent in den Up-Tilt. Das könnt ihr euch schon mal merken. Wenn ich hier weiter renne, kann ich versuchen, eine Back-Air zu bekommen. Oder Reverse Air Rush Back-Airs, geht natürlich auch. Seht ihr? Dash Attack hat wirklich einige Kombo-Möglichkeiten. Die sollte man wirklich zu nutzen wissen. Gut, kommen wir nun zum Jab. Der Jab von Fox ist extrem schnell und bringt den Gegner eben halt in so eine Tag-Situation. Meistens, wenn er nicht taggt, kann man eben halt mit Dash-Attack follow-up. Das ist so das, was man mit dem Jab machen kann. Ist eigentlich nur eine schnelle Option, um den Gegner eben halt wieder von Fox zu entfernen. Ist halt ein Get-Off-Move. Step 1, Step 2 kann man einfach ausführen und dann kann man quasi wieder wegdashen.
Wenn man dann weiter drückt, dann kommt der Rapid Step. Und wie wir alle wissen, die Rapid Steps kann man nicht mehr so gut SCI'en. Sprich, trifft der Rapid Step, dann trifft er auch. Die Gegner kommen da nicht mehr so einfach raus. Vielleicht jetzt die Super Floaties wie Pummeluft. Bei hohen Prozenten. Bei Low Prozent kommt nicht mal Pummeluft raus. Die Rapid Steps wurden halt gebufft in Smash Ultimate. Von daher, das sollte ich auch, denke ich, auf dem Schirm haben. Aber ansonsten, Jeff will ich nur benutzen, wenn ihr eine schnelle Option braucht. Die Range ist jetzt nicht so gut. Und ja, der Reward auch nicht, wenn er trifft. In den meisten Fällen ist sogar der Stack einfach besser. Weil erstens die Range besser ist. Die Coverage, was es eben halt abdeckt, und eben halt der Reward, wenn eine Dash-Tag trifft. Ich könnte halt auch aus dem Schild Dash-Tag machen. Das ist auch super schnell, deswegen Jab in den wenigsten Fällen nur nützlich. Kommen wir nun jetzt zu den Tilts. Ab Tilt habe ich ja schon mal angeteasert. Ab Tilt kommt in diverse Aerials und bei Low Percent in sich selbst. Ein Anti-Air-Move und Combo- und Juggle-Tool. Und je nach DI des Gegners eben halt in diverse Aerials. Entweder in Back-Air oder Up-Air meistens. Können natürlich auch das in Fair-Combo. Und nachher Fair in Up-Air. Je nachdem, wo der Gegner hindiert. Jetzt ist er über mich. Und dann kann man sowas machen. Ihr müsst immer gucken, wo kommt der Gegner hin, wo wird der Gegner hingeschleudert. Ist nicht mehr so konsistent wie in Smash 4. Smash 4 konnten die Gegner gar nichts machen bei Up-Tilt. Aber hier werden die teilweise vom Spiel supported, um da eben mal rauszukommen. Ne? Es wurde erleichtert, aus der Up-Tilt zu kommen. Das ist ein kleiner Fox-Nerf. Man kann den Up-Tilt halt immer noch umdrehen, wenn der Gegner hinter einem ist. Und eben halt versuchen, in die Eye des Gegners zu folgen. Und auch mit den richtigen Aerials eben halt zu followen. Das funktioniert eben halt alles noch. Deswegen, Up-Tilt, immer noch ein super guter Move. Follow-up nach Dash-Tag. Und generell, auch an Ledge covert eben halt zwei Optionen. Eben halt einmal Jump. Und eben halt einmal Normal Get-Up. Fantastischer Move. Auch wenn ihr Cross-Up wurdet. Ne? Wenn Fox jetzt nicht in die Richtung des Gegners guckt. Der Gegner ist hinter euch. Out of Shield. Up-Tilt. Kommt super schnell raus, Mann. Und ja, man kriegt eben halt dann netten Reward daraus. Up-Tilt Up-Air. Oder Up-Tilt Back-Air. Je nachdem, ne? Gut. Das ist eigentlich alles, was man zu Up-Tilt sagen kann. Den Gegner hochzuhalten, zu kombonen und eben halt auch als Skill-Confirm, ne? Up-Tilt Up-Air, Up-Tilt Back-Air. Und eben halt an Ledge, um eben halt mehrere Optionen zu covern. Kommen wir nun zum F-Tilt. Der F-Tilt ist engelbar. Und ist hauptsächlich nur für Locks geeignet. Ja. Wartet. Gehen wir auf höhere Prozente. Down-Engels, F-Tilt. Kann man eben halt gut Tech-Chasen mit. Wenn man nicht engelt den F-Tilt, dann kann man relativ easy bei 60% Jab locken. 1% geht es nicht mehr so einfach. Ah ja, jetzt sind wir nochmal bei 60, sehr schön. Zeig es nochmal. Normaler F-Tilt. Ja. War ich ein bisschen zu langsam, aber jetzt. Boom. Führt eh mal zu Jablocks, wenn der Gegner einen Tag misst. Der Vorteil beim Down-Angled F-Tilt ist eben halt, dass der Gegner nicht ganz so weit weggeschleudert wird. Sprich, Tech-Chase sind in der Regel ganz einfach dann zu kriegen. Ne, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel warten und dann F-Smash machen. Oder ihr wartet, read in Roll in und macht Up-Smash. Das kann natürlich möglich sein. Ansonsten an Ledge, um den Gegner offstage zu bringen. Und eben halt dann zu gimpen. Wobei das Gimp mit Fox so eine Sache ist. Dazu komme ich später noch drauf zu sprechen. Da Fox Fastfaller ist, begibt man sich auf dünnen Eis, wenn man offstage ist. Und wenn ich hier was committe, dann falle ich auch sehr tief und kann dann selber gegimpt werden. Begebe mich, wenn ich nicht den Gegner treffe, selber in Disadvantage mit Fox. Und das ist eben halt das Problem. Deswegen sollte man sehr vorsichtig sein und nur bei bestimmten Charakteren offstage gehen, die eben halt wirklich eine abusable Recovery haben und sehr leicht zu gimpen sind. Also was wie Inkling, die eben halt eine godlike Recovery haben, sollte man nie versuchen zu gimpen mit Fox.
Aber das ist basically der F-Tilt. Down-Angled F-Tilt für Tech Chase. Normaler F-Tilt für Jablocks eventuell. Up-Angled F-Tilt würde ich eigentlich nie benutzen. Kommen wir nun zum Down-Tilt. Der ist richtig geil geworden in dem Spiel. Führt zur Fair oder zur Näher. Ihr könnt Down-Tilt näher machen. Down-Tilt Fair. Down-Tilt Fair würde ich bei höheren Prozenten näher machen. Down-Tilt näher bei Low-Prozenten. Zeige ich es gerne nochmal. Down-Tilt näher, Down-Tilt näher. Oder ihr könnt auch Down-Tilt näher, Re-Grab. Und dann eben halt eure Kombos machen. Das funktioniert. Aber ja, bei höheren Prozenten geht ihr, oder Down-Tilt Dash Tech könnt ihr versuchen. Bei höheren Prozenten geht ihr hauptsächlich für die Fair. Und versucht dann eben halt die Up-Air-Strings aufrecht zu halten. Also ihr merkt schon, der Down-Tilt ist richtig hart gewafft worden von Fox. Das ist auch einer seiner geilsten Buffs in dem Spiel, finde ich. Er führt eben halt zu diversen Aerials. Ihr könnt auch Down-Tilt Reverse Aerial Rush Back Air machen. Down-Tilt into every aerial, basically. Außer Down-Air, das will ich jetzt nicht machen. Aber sonst könnt ihr jeden Aerial rauskommen, Mann. Das ist so gut, Mann. Holy shit. Ihr könnt quasi aus dem Dash, der eben halt wirklich gut ist, von Fox, der Dash Dance, könnt ihr einen Down-Tilt machen und dann eben halt daraus die Follow-Ups bekommen. Super gut, Mann. Und Down-Tilt. Neutral aus dem Dash. Super gut zu spacen. Und wirklich, der Reward ist grandios. So gut war der Down-Tilt von Fox noch nie. Gut, kommen wir nun zu den Aerials. Fangen wir ruhig mit dem Neutral Air an. Neutral Air ist ein Move, der sehr lange draußen bleibt. Er covert sehr viel, auch sehr gut deswegen an Lash zu verwenden, ähnlich wie bei Wolf. Nur ist halt schneller als bei Wolf. Und ja, der führt eben halt in Grab, wenn der Gegner dann defensiv bleibt. Direkt shieldet. Und generell kann man ihn in Luft benutzen. Weil er eben halt eine ganz gute Range nach vorne hat. Und schnell rauskommt. Und nicht so komisch ist wie die Fair. Die Fair ist schon komisch. Fair ist gut, aber eben halt ein bisschen awkward. Fair ist, die Nair ist ein bisschen mehr straightforward. Was ihr auch machen könnt ist, als Skill Confirm, bei höheren Prozenten, Tech Chase, Neutral Air und dann ein Up Smash. Das ist auch sehr gut. Das funktioniert auch schon ab 60%. Out of Shield näher. Je nach Charakter, ne? Also, das war jetzt noch kein Tech Chase, aber jetzt. Dann könnt ihr für den Up Smash Chase gehen. Sprich, es ist gut in Luft, weil es sehr lange draußen bleibt, kann viele Moves vom Gegner besiegen, kann Ledge gut covern, ist eine gute Auto-Shield-Option und ihr könnt eben halt damit den Gegner chasen. Es bietet eben halt eine Möglichkeit, der Upsmash zu landen. Dafür ist basically die Nair. Und wie gesagt, bei Low-Prozenten hat er eben halt diese Down-Tilt-Follow-Ups. Ich finde das sehr gut. Könnt ihr auch sowas mal als Mix-Up. Ach, Up-Tilt. Alles Mögliche. Fox ist halt ein wirklich krasser Kombo-Charakter. Viele Moves connecten miteinander, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt. Ihr könnt ja wirklich sehr kreativ werden. Ich zeige euch definitiv nicht alle Kombo-Möglichkeiten. Ihr seht ja, was alles funktionieren kann. Aber die wichtigsten Sachen werde ich auf jeden Fall hier abarbeiten. Gut, soviel zur Nair. Gut, Leute, kommen wir jetzt nun zur Down-Nair. Die Down-Air von Fox ist ein bisschen awkward, die spiket nicht wie bei Falco, aber die kann eben halt auch kombonieren bei Low-Prozent Dash-Tech und sonst in diverse Aerials. Der einzige Nutzen dieser Down-Air, den finde ich, eben halt das Mix-Up zum Cross-Uppen. Ne, ist halt ein Multi-Hit-Move, dann schielen das viele nicht durch, die diese vielen Hits sich erwarten. Weil halt hinter den Gegner landen und dann eben halt dann aus der Down-Air eben mal kombonieren. Und bei ganz hohen Prozenten hat er eben halt eine Möglichkeit, die in der Upsmash zu kombonieren. Seht ihr, wenn ihr es so macht, die Down-Air, dann bekommt ihr einen Upsmash raus. Das ist eben halt das Geilste am Fox. Dieses Down-Air to Upsmash. So heftig. Je nachdem, mit welchem Hit ihr endet, kriegt ihr eben halt ein anderes Knockback raus. Ich finde, der vorletzte Hit ist der beste für einen Upsmash.
Ne, ihr könnt den ersten hier treffen, dann landet der Gegner hinter euch. Könnt ihr auch einen Upsmash versuchen. Ja. Das ist im Grunde genommen der Sinn der Down Air. Erstmal zum Cross-Uppen und eben halt sonst später zum Killen. Ihr dürft halt nicht den letzten Hit damit treffen. Ich zeig's euch, was dann passiert. Dann wird der Gegner viel zu weit weggeschleudert. Habt ihr die Möglichkeit für Reverse Back Air? Aber ist eben halt nicht true. Ihr wollt halt nicht den letzten Hit treffen. Ah ja, das ist alles, was man zu Down Air sagen kann. Kommen wir nun zur Up Air. Die Up Air von Fox, so ziemlich der wichtigste Move von ihm. Hauptkill-Move, wenn der Gegner über einen ist. Super schnell, super gut zum Juggeln. Ich zeig's gerne nochmal. Machen wir mal ruhig hier wieder mit Prozente. Up Air, Up Air. Und Up Air. Besteht aus zwei Hits. Wenn der erste Hit trifft, heißt es nicht, dass der zweite Hit dann immer trifft. Und nur der zweite Hit hat eben mal viel Knockback. Ihr seht es. Killt ziemlich früh. Man kann auch bei höheren Prozenten als Mix-Up Up-Throw Up-Air machen. Wenn man nicht für den Down-Throw gehen möchte, kann auch funktionieren. Dann geht man eben mal für die Up-Air-Chase. Ist auch gut bei Battlefield, wo ja Pressure auf Shield auszuüben, wenn einer auf Plattform ist. Und ihr seht schon, es hat gar keinen Lag, ne? Kann das die ganze Zeit spammen. Und das Lustige ist, First Hit Up-Air, Combo-T hier sogar, in Up-Tilt. Wir können das als Landing-Option nehmen und dann in Up-Tilt-Combo und dann in weiter Up-Airs chain. Ist halt super geil. Oder ein Up-Smash, ne? Ja, der erste Hit hat immer das gleiche Knockback. Ihr könnt tatsächlich Landing Up Air in Up Smash kommen. Ist ein Kill Confirm, aber sehr schwer zu treffen und schon unsafe. Aber das gilt auch. Das ist so das, was man mit der Up Air machen kann. Hauptsächlich zum Killen, wenn der Gegner über einen ist. Und wenn ihr lustig seid, könnt ihr das versuchen als Landing Mix abzumachen. Up Air to Up Smash. Ist auf jeden Fall true. Kann den Gegner nichts machen. Kommen wir nun zur Back Air. Die Back Air ist ein wichtiges Spacing Tool von Fox. Bei hohen Prozenten, weil die eben halt dann killen kann. Ihr habt auch Down Throw Back Air. Reverse Air Rush Back Air. Bei Mid-Prozenten geht das sehr gut. Gegen Floaty ist auch schon bei niedrigen Prozenten. Da hat ein Falcon halt, ist halt fast voller. Warte mal. So. Das habt ihr halt mit Back Air. Und ansonsten ist es eben halt zum Killen. Spacen und Killen. Ist halt super gut, super schnell. Und macht übelst viel Druck. Und ihr könnt, wenn ihr ein Schild trefft, direkt Up-Tilt machen. Was meint ihr, bei wie vielen das klappt und funktioniert? Das pokt so oft durch oder der Gegner kommt nicht drauf klar, dass ihr sofort Up-Tilt machen könnt. Weil nach dem Back-Air kommt sofort der Up-Tilt. Ihr seht es. Ihr könnt es instant machen, weil der Up-Tilt eh mal so fucking schnell ist. Ist halt ein super gutes Shield-Pressure-Setup. Back-Air und dann Up-Tilt. Extrem empfehlenswert. Ja, bei hohen Prozenten geht ihr mal für Downthrow, Reverse Air Rush Back Air. Die Gegner werden in einen ekligen Winkel weggeschleudert und dann könnt ihr versuchen, den zu gimpen. Wenn der Gegner gimpbar ist, ne Leute, das ist immer sehr wichtig zu erwähnen. Die Back Air killt ungefähr Captain Falcon bei 105% oder 106%, I guess. An Ledge. Nicht gekillt, was sehr komisch ist. Ist halt Captain Falcon. 120 sollte er aber wirklich sterben. Becker ist schon stark. Ja. Bedeutet, ihr habt ehemals die Möglichkeit aus diversen Sachen, sei es jetzt Up-Tilt, Dash-Attack, Down-Throw, ehemals Reverse-Air-Rush Back-Air zu bekommen und dann eben mal den Kill zu sichern. Ansonsten spaced ihr die Back-Air bei Kill-Prozenten. Also bei 120% könnt ihr eben mal für die Back-Airs gehen. Und selbst wenn ihr ein Schild trefft, dann macht ihr Up-Tilt und bringt den Gegner eben halt off guard und versucht dann eben halt aus der Up-Tilt andere Confirms zu bekommen, sei es Up-Air oder eine Back-Air. Das ist halt so der Nutzen der Back-Air. Und gut zum Space benutzen. Was ihr auch machen könnt, ist... Ja, wartet. Side-B Back-Air. Da die Side-B genervt wurde, worauf ich natürlich später nochmal zu sprechen komme, ist es natürlich schwieriger zu treffen, aber das kann funktionieren. Gut, kommen wir nun zur Fair. Die Fair ist übelst komisch in dem Spiel.
Man kann die fast fallen, dann fliegt der Gegner immer in diesen Knockback weg. Egal bei welchen Prozenten. Es ist immer das gleiche Knockback. Kann man für ein Running Up-Tilt gehen. Oder eben als für Up-Airs. Je nachdem, wo der Gegner hin dieht. Oder eben halt auch für eine Back-Air. Aber fast voll fair ist halt nicht so safe, ne? Ich jabbe so schnell, wie ich kann. Erst jetzt kommt der Jab. Aber es ist eine nette Option, halt ein nettes Gimmick. Wollte ich ja nur die Follow-Ups zeigen, macht das aber nicht im Neutral. Fox ist natürlich safere Option. Aber falls ihr sowas mal aus Versehen trefft, dann wisst ihr Bescheid, diese Follow-Ups bestehen. Hauptsächlich wird es benutzt eben mal für die typische Fox-Combo, Down-Throw, Fair, Up-Air, Up-Air-Chase halt. Down-Throw, Fair, Up-Air. Das ist halt die Standard-Fox-Combo. Wenn der Gegner in Luft ist, könnt ihr versuchen, den so runterzuziehen und dann in Up-Smash zu kommen. Das geht aber nicht mehr so gut wie in Smash 4. Ja, da braucht man ein paar Prozente mehr, die euch das zeigen kann. Ach komm schon, Captain Felling, bitte. Habt ihr es gesehen? Man kann in Luft den ersten Hit, also wenn ich in Luft den ersten Hit von der Fair treffe auf den Gegner, kann ich das fast wollen und dann eine Up-Smash-Combo. Das geht auch. Aber ansonsten benutzt man den nur, um eben als der Gegner vor einem ist, so ein bisschen den zu chainen. Mit sich selbst halt und dann beendet man die Fair-Chains eben halt mit einer Up-Air oder mit mehreren Up-Airs. Je nachdem, man kann versuchen den Gegner eben halt damit zu chasen. Ist halt eine Fair, die sehr lange draußen bleibt. Ja, damit kann man auch Air-Dodges irgendwie punishen und abfangen. Aber ja, ist schon punishbar. Schon ein bisschen Endlag und kann eben mal von manchen Moves besiegt werden in der Luft. Captain Felden können zum Beispiel mit Back Air diesen Move besiegen. Aber ja, das ist basically die Fair. Ich finde ihn ziemlich wack. Ziemlich weird zu nutzen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Die Fair ist übrigens auch der Grund, warum ich niemals Fox auf Turnieren spielen würde. Ich finde den Move einfach komisch. Aber ja, das ist im Grunde genommen alles, was man zur Fair sagen kann. Kommen wir nun zu den Smash-Angriffen von Fox. Haben wir erstmal den Down-Smash. Der ist extrem schnell. Kommt wirklich schnell raus. Disjointed bei den Füßen. Bedeutet, die Füße können quasi alles challengen. Aber ist nicht unbedingt die beste Option. Also wenn ihr irgendwas gewifft hat, was ein bisschen mehr Lag hat, könnt ihr Down-Smash machen, aber in der Regel ist auch Up-Smash besser. Up-Smash killt halt viel, viel früher. Ein Ledge ist natürlich ganz nice. Der Gegner wird halt in den ekligen Winkel weggeschleudert. Könnt ihr versuchen, hier zu gimpen. Ja, gimpen mit Fox ist so eine Sache. Jetzt zeige ich noch eine Sache, wie man gimpen kann. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Der Gegner hohe Prozent hat. Schleudert ihn weg. Ist nur gegen schlechte Recoveries. Und dann sollte man auch nur dann sollte man mit Fox offstage gehen. Shine und dann Back Air. Mit Shine halt ihr Momente in Luft. Könnt ihr warten, bis der Gegner committet und dann könnt ihr Back-Air machen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt offstage mit Fox, finde ich. Wenn ihr wirklich euch für einen Gimp entscheidet. Ja, ich kann euch das leider nicht so gut demonstrieren. Im echten Game geht das besser, aber seht ihr? Wenn ihr fast gekriegt. Back-Air. Zack. Shine Back-Air. Das ist so das Einzige, was Fox hat offstage. Könnt ihr natürlich auch versuchen, mit der Nair runterzugehen, weil die ja eben halt viel covert. Damit werdet ihr keinen Kill holen mit der Nair. Scheinbecker finde ich da eigentlich besser. Nair geht halt, aber er kommt dann wieder und... ah, ich weiß nicht. Geht lieber für Scheinbecker. Versucht ihr abzufangen. Ja, so viel dazu. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja. Down Smash für Roll Reads und ein Ledge. Eben halt so kann man das benutzen. Zwei Optionen zu covern. Normal Getup und Rule Getup. Aber ansonsten würde ich Down Smash nicht benutzen. Up Smash ist besser. Kommen wir nun zu F Smash. F Smash, da geht Fox ein bisschen nach vorne. Das ist ziemlich erwähnenswert. Das war in Smash 4 so, dass er vorne nicht getroffen hat. Hier hingegen schon. Also wenn der Gegner direkt vor einem stand,
In Fox hinter den Gegnern gelandet und es hat quasi nicht connected. Hier haben sie es aber gefixt. Was ganz nett ist, ist der Frido. Das hat Frido erfunden, ein deutscher Fox-Spieler. An Lash F-Smash chargen. Und der bleibt ziemlich lange draußen, der F-Smash. Und covert dann auch diese Option jeweils sehr lange. Und es covert Jump und Normal Get-Up. Und wenn einer Real Get-Up macht, kann man immer noch Abzilt machen. Das covert sehr viel an Lash. Das ist eben halt der Frido. Das ist eine sehr gute Option an Lash. Und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Nutzen des F-Smashes. Up-Smash sonst in jeder Hinsicht besser ist. Dass man Lash hier aufladen. Dass man eben halt an Lash hinkommt. Und ja, dann covert man wirklich einiges damit. Das ist das Beste, was man in der F-Smash machen kann. Der killt ziemlich early. Aber in den meisten Fällen macht man Up-Smash. Man hat eben halt die Confirms. Down-Air-Up-Smash. Near-to-Up-Smash. First-Hit-Up-Air-to-Up-Smash. Und wenn der Gegner die ganze Zeit short-hoppt, empty-hoppt und committed, kann man eben halt reinrennen. Ganz schnell reinrennen mit dem amazing Dash-Speed und eben halt Up-Smash machen. Weil der kommt so super früh raus. Und das ist eben halt das Wichtigste mit Fox. Dass man eben halt guckt, was macht der Gegner? Springt er viel? Oh ja, er springt viel. Oh, da ist meine Chance. Da habe ich die Lücke erkannt. Ich kann rein mit Up-Smash. Das ist das Wichtigste mit Fox, dass man das erkennt. Deswegen Up-Smash bei Weitem der beste Move. Beste Smash von Fox. Killt auch super früh, ne? Captain Falcon stirbt schon mal 110. Was mega krass ist, weil er Heavyweight und Fastball ist. Ach ja, hinten Hitbox muss ich nur erklären. Müsst halt vorne treffen. Die hinten Hitbox ist wack. Die killt nicht. Schleit den Gegner aber hinter Fox. Bedeutet, wenn ihr hier zum Beispiel aus Versehen die hinten Hitbox trefft, müsst ihr nicht weinen. Könnt ihr immer noch versuchen zu ledgegarden oder sowas. Ja. Oh, lol. Killt aber bei den hohen Prozenten. Na gut. Soviel zu den Smash-Attacken. Kommen wir nun zu den Specials von Fox. Haben wir erstmal Shine. Shine ist ein Reflektor. Der war im Melee halt besonders geil, ne? Weil hat halt gar kein Lag. Konnte man Tech-Chase und alles mögliche mit Shine machen. Hier geht das nicht mehr. Hat sehr viel Lag. Ich droppe Shine. Und das ist jetzt gleich Jam. Macht auch nur 2%. Was man halt machen kann ist, man kann Shine Spike Offstage versuchen. Das ist wirklich kein Joke. Gegen schlechte Recoveries, zum Beispiel Diddy Kongs AB, kann man ganz gut Shine spiken. Wenn man Shine so macht, dass der Gegner gegen eine Stage fliegt, ist es relativ awkward zu tanken. Kann den Gegner auf Guard bringen. Ansonsten ist Shine eben halt gut, um sein Moment in die Luft zu halten. Wenn der Gegner Fox sein Landing irgendwie abfangen will, kann man eben halt Shine machen. Bleibt länger in der Luft, dann fastfall Fox eben halt nicht mehr. Wenn man zweimal Shine macht, fastfall da hingegen schon. Aber man kann es nur einmal machen in Luft. Ne, ihr könnt nicht zweimal Shine machen, weil dann fast wollte er trotzdem. Und wie gesagt, zum Ledge Garden immer. Shine und dann Back Air. Ist eine ganz nette Option. Ansonsten eben halt ein Reflektor. Ich mach mal kurz die Items an. Was sollte eigentlich klar sein, ne? Gehen wir an den Captain Falcon mal die Garden kurz. Damit ihr erstmal seht. Reflektiert jegliche Projektile. Wenn ihr Daumen B gedrückt haltet, dann behält Fox auch den Reflektor aufrecht. Im Gegensatz zu Falcos Reflektor. Ihr könnt euch auch umdrehen, könnt die Blickrichtung während des Reflektors ändern. Das geht sogar in Luft, was ziemlich geil ist, um seinen Moment in Luft zu drehen. Ihr könnt sogar hier und dann umdrehen und dann wegämmern. Um den Gegner ein bisschen zu tricken. Ja, Fox ändert seine Blickrichtung. Ist das nützlich? Ja, ist es. Weil ich kann hier zum Beispiel meinen Blickrichtung ändern und dann mit einem Abzilt landen. Ne? Wenn ich jetzt so gucke, kann ich nie mit einem Abzilt landen. Aber so ändere ich meine Momente mit Shine und dann kann ich hier mal einen Abzilt direkt machen beim Landen. Dafür ist das. Also Shine, schon mehrere Uses. Aber natürlich nicht so broken wie Melee. Gut, kommen wir nun zur New to Be, der Laser, Fox Laser. Richtig straightforward. Macht in dem Spiel ziemlich viele Prozente, muss ich sagen. Guck, wie schnell ich hier Prozente aufbaue. Welchen Sinn hat das? Da es keinen Hitstun hat, ist natürlich ziemlich risky. Dauert auch ein bisschen, bis Fox die Gun wegsteckt. Aber ist eben halt ganz gut auf Distanz, um Prozente aufzubauen. Da wir aber Smash Ultimate hier vor uns haben, ein schnelles Spiel, sollte man in der Regel eigentlich nur 3 Laser abfeuern auf Max Distance. Ansonsten wird man meistens getroffen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist,
der nicht offstage geht, was man eben halt mit Fox in den seltensten Fällen macht. Offstage gehen, könnt ihr ja einmal einen Laser noch hinterher schießen. Um halt den Damage so ein bisschen zu extenden. Das machen viele Fox-Spieler. Generell muss Fox den Gegner nicht approachen. Ihr könnt halt mit dem Laser immer den Gegner zu euch baiten. Und zum Approachen zwingen. Ihr spielt das Camping-Game mit Hilfe des Lasers. Wenn ihr Bock drauf habt. Das ist das Schöne daran. Also Laser. Um Prozente auf Long Range aufzubauen. Um Damage zu extenden. Nach diversen Throws. Oder wenn man nicht offstage gehen will halt. Könnt ihr halt auch abzielt und dann, wenn ihr meint, ihr trefft mit keinem Move mehr, euer Gegner die halt weg, könnt ihr ein paar Laser hinterher schießen halt. Und eben halt, um den Gegner zu euch zu baiten. Dafür ist der Laser. Kommen wir nun zu den Drama-Kind. Zum genervten Side B. Ja. Mehr Startup, mehr Lag generell. Aber man kann immer noch rauskommen, wenn man trifft. Bei Low Prozent. Lastet Side B in Up-Tilt. Bei höherem Prozent. Lastet Side B in Up-Air. Bedenkt, dass die Aerial Side B weniger Lag hat als die Ground Side B. Und ihr könnt natürlich auch Lastet Side B in Reverse Aerial Rush Back Air versuchen. Das geht auch. Also in der Regel schwieriger zu bekommen, je nach die Ei des Gegners, ne? Aber hohen Prozent kriegt ihr eben halt Aerials raus. Meistens solltet ihr für eine Up-Air gehen, weil ihr auch killt. Bei Low Prozent holt ihr euch eben halt die Up-Tilts. Wofür ist die Side B eben halt als Mix-Up? Natürlich nicht mehr ganz so schnell und nicht mehr so gut wie in Smash 4. Mehr End-Lag, mehr Startup-Lag. Kann es so als Mix-Up machen, kann aber hart gepunished werden, deswegen passt damit auf. Ansonsten eben halt, um an die Ledge zu kommen. Ist halt besser als Abi vom Fox, ne? Gut, um die Ledge zu snappen. Dafür ist sie quasi. Und wenn ihr eben halt die Side-B benutzt habt, könnt ihr immer noch Abi machen. Das geht seit Smash 4. Ne, Side-B. Und dann könnt ihr immer noch Abi machen. Diese Side-B, die spiked auch nicht. Falco Spike, bei Fox ist es nicht so. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Aber ja, das ist eigentlich alles, was man zu der Side-B sagen kann. Behaltet es als Recovery oder als Mix-Up im Hinterkopf. Und ja, ihr könnt natürlich auch versuchen hier, wenn der Gegner gestorben ist, Ledge Invincibility hat, könnt ihr versuchen, den irgendwie auszuweichen damit. Das ist alles, was man zu Side-B sagen kann. Kommen wir nun zu Abi. Abi ist eben halt Multi-Hit-Move. Multi-Hit beim Startup. Wenn Fox losschießt, ist nur ein Hit. Bei Falco sind es auch da noch Multi-Hits. Kann bei extrem hohen Prozenten killen, aber ist eigentlich nur eine Recovery-Option. Sollte man onstage eigentlich nicht verwenden. Ja, bei ultra-extremen Prozenten kann das killen. Na gut, ist eigentlich nur ein Gimmick. Bedeutet, es ist eigentlich nur eine Recovery. Die Abi kann geengelt werden. In alle Richtungen. Kannst du ja nach unten engeln. Und ja, wenn Fox den Boden berührt, dann dotzt er einmal kurz auf. Wie ihr hier seht. Was jetzt ein Mix-Up sein kann. Weil der Gegner ist eventuell nicht punished. Weil er nicht drauf klarkommt. Weil es kaum ein Fox macht, weil es eben halt unsafe ist, theoretisch. Er könnte Glück haben, dass der Gegner es nicht punished. Aber ja, hauptsächlich nur Recovery. Sonst benutzt die API einfach nicht. Ich finde die wirklich nur als Recovery tauglich. Bei Falco ebenso. Sowas könnt ihr natürlich auch als Mix-Up mal machen. Der Gegner denkt, oh, der geht bestimmt jetzt an Ledge. Aber dann recovert ihr eben als High. Gut, das wäre das. Gut, kommen wir nun zu den Grabs von Fox.
Bei Low Prozent immer für Downthrow gehen. Downthrow. Downthrow fair. Up Air. Dann die Up Air Strings halt aufrecht halten. Das könnt ihr auch versuchen bei höheren Prozenten zu kriegen, ist aber nicht mehr true, ist schwieriger dann zu kriegen. Bei höheren Prozenten würde ich ja eben mal versuchen, den Reverse Air Rush Backer zu bekommen und den Gegner Offstage zu bringen, Disadvantage zu bringen und eventuell sogar zu killen. Downthrow, Reverse Air Rush Backer. Hat schon fast gekillt, ihr seht es, wie gut es sein kann. Das ist eben das, was ihr machen könnt mit dem Downthrow. Entweder Downthrow fair, ihr könnt auch eventuell für näher gehen, Downthrow näher, das kann auch gehen. Wenn ihr keinen Bock auf Fair habt, müsst ihr ein bisschen mehr rennen und dann eben halt viel näher gehen. Dann könnt ihr versuchen zu regrammen und dann eben halt die Kombo zu machen. Aber hauptsächlich macht ihr Downthrow Fair Up Air. Bei 100% eben Downthrow Back Air. Kommen wir nun zu Forward Throw. Der Forward Throw ist einfach nur, um den Gegner offstage zu bringen. Er killt nicht. Das ist einfach nur ein Positional Throw. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn ihr hier eben mal einen Grab bekommt, Forward Throw, bringt ihn offstage, ihr kriegt sehr oft sogar noch einen Fox Laser daraus. Je nach Prozente, bei hohen Prozenten halt. Gehen wir mal wieder auf die hohen Prozente. Da war ich jetzt nicht schnell genug. Ja. Ein Fox Laser kriegt man da meistens nach. Also Forward Throw into Fox Laser bei hohen Prozenten. Funktioniert in den meisten Fällen. Backthrow. Da schießt er ein paar Laser noch ab. Aber an sich wird der Backthrow von Fox auch niemals killen. Ist auch rein für Positioning. Auch nur, um den Gegner offstage zu bringen. Der Upthrow hingegen ist ein nettes Mix-Up. Bei High Prozenten. Wenn nicht immer für den Downthrow geht. Dann kann man auch mal Upthrow machen. Und dadurch kriegt man auch teilweise Up-Air-Strings. Auch bei Mid-Prozenten kann man ruhig mal Up-Throw machen. Up-Throw, Up-Air. Ist ganz nett. Nicht true, die Up-Air. Aber kann funktionieren. Bei Low-Prozenten nicht empfehlenswert. Vor allen Dingen nicht gegen Fast-Faller. Weil die Animation ist so lang und schon ist er wieder am Boden, ne? Seht ihr das? Kann man höchstens für Up-Tilts versuchen zu gehen. Den Gegner nicht, gar nicht die Eid, aber halt nur. Um 1% kann man dann eben halt für Upthrow Upair gehen. Also geht hauptsächlich für Downthrow und als Mix-Up für einen Upthrow mit Fox. Bekommt ihr einen Ledge Throw, dann geht er für Positioning, bringt den Gegner offstage, Disadvantage. Versucht je nach Gegner zu gimpen oder nicht. Wenn ihr nicht gimpen könnt, weil der Gegner Inkling oder so ist, versucht zu Ledge-Garden, entweder indem ihr hier einen Down-Smash macht, um eben halt Rule Gate ab. Und Normal Getup zu covern oder macht den Frido F-Smash. Charged einfach F-Smash. Und geht da eben mal für Up-Tilts. Oder covert eben halt mit den Nähern. Das ist so, dass man mit Fox machen kann. Im Neutral Game, da wir jetzt alle Flows durchgekaut haben, kommen wir ja nun zum Neutral Game. Sehr viel rumdashen. Openings finden mit Dash-Tag. Kann für Dash-Tag-Kombos gehen. Sehr viel rumdashen. Down-Tilt-Kombos machen. Aus dem Dash. Dann Fair into Up Air. So viele Fairs zu linken wie nur möglich. Und dann eben halt into Up Air zu beenden. Bei hohen Prozenten. Downthrow, Reverse Air, Rush Back Air. Generell viel Back Air Spacing. Hier hat die Back Air geschieldet, weil die Gegner schielen generell gerne gegen Fox, weil er keine Kill Throws hat. Das ist so eine der größten Schwächen von Fox. Dann macht ihr einfach Up Tilt, wenn ihr Schild trefft. Pokt meistens durch. Up Tilt trifft. Könnt für Up Airs gehen. Und kriegt eben halt dann so den Kill. Das Mix-Up könnt ihr versuchen, eben halt Landing Up Air in Up Smash zu machen. Dann müsst ihr halt mit dem ersten Hit treffen, das ist ganz wichtig. Weil nur dann ist es true, hab ich euch ja schon gezeigt. Und bei hohen Prozenten versucht ihr eben halt auch die Up Smash Confirms zu bekommen. Down Air Up Smash. Näher zu Upsmash. Oder wie gesagt, Up Air in Upsmash. Oder Up Air in Upsmash halt nur so ein Mix-Up ist. Dass ihr das eben mal drauf habt mit Fox.
Generell im Neutral könnt ihr auch den Gegner zu euch bewegen. Damit bringt ihr den Gegner eben halt in diese Position, dass er eben halt aggressiv auf euch vorgeht. Ihr müsst die Defensive des Gegners nicht durchbrechen, weil er immer zu euch kommen muss, weil ihr Fox Laser habt. Und somit könnt ihr auf den Gegner reagieren. Springt er, so könnt ihr näher machen. Oder Back Air. Macht da eben halt einen Grounded Approach, könnt ihr mit Dash Attack kommen und das eben halt besiegen oder eben halt Down Tilt. Das ist basically Fox in Nutshell. Wenn ihr gegen Projektil Char spielt, könnt ihr ja auch Fox Laser spammen. Und wenn er meint, Projektil zu spammen, könnt ihr eben halt mit Schein eben halt die Projektile zurücklegen. Gut Leute, ich hoffe euch hat dieses Fox Tutorial gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.